Heute kommt ein Video, das von vielen lange ersehnt wurde und wichtige Themen zur Wildhefe aufklärt. Es geht um 10 Mythen über Hefewasser. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Seit einigen Jahren zeige ich euch nicht nur, wie man Hefe zu Hause ganz einfach selber herstellt, sondern auch, wie einfach und lecker man hiermit backen kann und wie vielfältig sie ist. Doch hier und da schleichen sich Gedankenfehler und auch falsche Informationen ein. Und die möchte ich hier gerne einmal mit diesem Video aus dem Weg räumen. Fangen wir mit dem ersten Mythos an. Es darf kein Honig verwendet werden, weil er antibakteriell ist. Tja, unsere Wildhefe, also generell die Backhefe, ist ein sogenannter eukaryotischer Organismus. Das bedeutet, er ist keine Bakterie und dadurch kann ihm die antibakterielle Wirkung des Honigs gar nichts anhaben. Und da Honig zu 85% aus Fructose und Glucose besteht, ist er die perfekte Nahrung für den hungrigen Hefepilz. Kommen wir schon zum zweiten Mythos. Man darf nur einen Teil des Hefewassers zum Auffrischen verwenden, der Rest wird entsorgt. Ja, von diesem Mythos habe ich auch gehört, aber das konnte ich in den vielen Jahren, in denen ich schon mit der wilden Hefe arbeite, nicht feststellen. Ich kenne dies eher bei der italienischen Mutterhefe, der Lievito Madre. Wenn ihr wollt, dass ich es anhand der Lievito Madre einmal anschaulich teste, dann schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare. Dann mache ich das natürlich. Kommen wir dann auch schon zum dritten Mythos. Und ihr wisst ja, das Beste kommt immer zum Schluss, also bleibt dran, weil da ist nämlich der wichtigste Mythos auf Platz 10. Also drittens, Hefewasser muss immer aufgefrischt werden, bevor man es nutzen kann. Tja, davon habe ich auch schon gehört. Aber das braucht ihr tatsächlich nicht machen. Mein Gebäck mache ich ausschließlich mit nicht aufgefrischtem Hefewasser und es gelingt prima. Wollt ihr dennoch einen Test hierzu haben? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich werde es gerne einmal für euch ausprobieren. Mythos Nummer 4. Anhand des Schaumes im Hefewasser erkennt man, ob es aktiv ist oder nicht. Tja, das ist tatsächlich ein wirklich großer Mythos, dass man anhand des Schaumes oben auf dem Hefewasser erkennen kann, ob ein Fermentwasser, so wird die Wildhefe auch genannt, aktiv ist oder nicht. Tatsächlich gibt es Anstellgut, bei dem bildet sich mehr Schaum als bei anderen. Zuckerhaltige Früchte wie Rosinen und Datteln bringen tatsächlich mehr Schaum, als es bei Karotten oder Getreidekörnern der Fall ist. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass es dadurch dann stärker bzw. schwächer wäre. Das habe ich euch ja hoffentlich mit meinen vielen Rezepten schon unter Beweis gestellt, weil ich auch tatsächlich ganz viele unterschiedliche Hefewasser nutze. Halbzeit. Mythos Nummer 5. Das Anstellgut muss immer aus dem Hefewasser entfernt werden. Ja, das könnt ihr machen, ist aber überhaupt nicht notwendig. Wenn mein Hefewasser fertig ist, dann gebe ich es mittlerweile immer mit dem Anstellgut in den Kühlschrank. Zum Ende hin, wenn mein Hefewasser so weniger geworden ist, dann püriere ich es so, dass es dann mit im Gebäck verschwindet. Alternativ könnt ihr es natürlich auch filtern und es für anderes Gebäck benutzen. Ich habe hier eine ganz tolle Playlist erstellt, die findet ihr einmal oben rechts unter dem i. Ihr könnt zum Beispiel ein tolles Dattelbrot machen, ein Brot aus Altbrot oder wie wäre es mal mit Brotfrikadellen. So, Mythos Nummer 6. Hefewasser aus dem Kühlschrank muss immer erst aufgefrischt werden. Tja, dieser Gedanke könnte tatsächlich aufkommen, weil die Hefekulturen durch die Kälte träger werden. Ich habe das Ganze schon mal für euch getestet und ausprobiert anhand meines Knoblauch-Hefewassers und den gedrehten Baguettes. Das Video findet ihr oben rechts unter dem i und ich kann euch aber schon mal so viel verraten, das Rezept ist total lecker, aber tatsächlich gab es keinen Unterschied und ihr könnt die Wildhefe tatsächlich direkt aus dem Kühlschrank zum Backen verwenden. Mythos Nummer 7. Hefewasser kann man nur mit Datteln oder Rosinen herstellen. Ja, viele denken das tatsächlich, aber ihr könnt euer Hefewasser mit allem herstellen, auf dem sich die Hefekulturen einfach niederlassen.
Das sind frische getrocknete Früchte, Gemüse in jeglicher Form. Aber auch Kräuter, Getreidekörner und sogar Brotreste eignen sich dafür. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Meine Lieblingshefewasser mache ich aus Tomaten, aus Knoblauch und Kräutern, aus Datteln und aus Brotresten. Dabei könnt ihr ein bisher süßes Hefewasser danach auch mit deftigem Gemüse oder Kräuter füttern und dadurch bekommen euer Fermentwasser und euer Gebäck eine einzigartige Note. Also seid da wirklich kreativ und spielt ein bisschen rum. Es lohnt sich wirklich sehr. Das achte Mythos, das ist wirklich der Knaller und das sehe ich auch bei ganz vielen Hefewasservideos. Das ist Wahnsinn. Zur Herstellung benötigt man mindestens 50 Gramm Zucker. Tja, es gibt viele Anleitungen zur Herstellung von Hefewasser im Internet. Bei vielen wird tatsächlich eine Zuckermenge von 50 Gramm empfohlen. Ich nehme lediglich einen Teelöffel Zuckerrübensirup, Zucker oder Honig, also nur ein Zehntel davon. Wenn ihr so viel Zucker bei einer kleinen Menge Wasser verwendet und dann auch noch zuckerhaltige Früchte wie Datteln, dann entsteht hierbei oft ein sogenanntes Gelee. Das ist nicht schlimm, irritiert aber vor allem Neulinge. Ihr habt schon den Wunsch geäußert, dass ich hierzu mal ein separates Video mache und da bin ich auch gerade schon bei. Ich stelle hierzu ein neues Hefewasser her und werde dann wirklich für maximal einen halben Liter Wasser 50 Gramm Zucker verwenden. So, neuntes Mythos. Also, da geht es darum, man kann mit Hefewasser nicht glutenfrei backen. Es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die unter der Zöliakie leiden. Das heißt, sie vertragen das Gluten nicht, was in den Mehlen ist. Und deswegen gibt es ja sogenannte glutenfreie Brote. Ich habe tatsächlich festgestellt, wenn jemand mit Hefewasser backt, dann verträgt er Gebäck eher, weil er eigentlich tatsächlich eher auf die Enzyme reagiert. Aber das ist ein anderes Thema. Die Hefekulturen ernähren sich von dem Zucker im Gebäck. Denen ist es tatsächlich egal, ob Gluten enthalten ist oder nicht. Daher habe ich euch schon ein paar glutenfreie Rezepte an die Hand gegeben und es folgen sicherlich auch noch mehr. Also für alle, die Gluten nicht vertragen, ihr könnt gerne die wilde Hefe verwenden. Ich habe hierzu extra eine Playlist erstellt. So, und bevor wir nun zum letzten und meiner Meinung nach häufigsten Mythos kommen, möchte ich von euch wissen, welche Mythen habt ihr gekannt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin schon sehr gespannt darauf. Und wenn du mehr über Hefewasser sehen möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und wenn du eine schnelle Antwort und mehr Informationen hinter den Kulissen haben möchtest, werde Mitglied. Alles, was du hierzu wissen musst, findest du unten unter diesem Video. Kommen wir nun zum letzten Mythos. Trommelwirbel. Der zehnte Mythos ist, bei Hefewasser muss man immer, und zwar wirklich immer, einen Vorteig machen. Das ist tatsächlich ein wirklich sehr verbreiteter Mythos im Internet. Das ist Wahnsinn. Überall, wo irgendwelche Blogger schreiben, sie arbeiten mit Hefewasser, da muss man immer einen Vorteig machen. Das ist totaler Quatsch. Wenn ich einen Vorteig bei mir beim Backen mache, dann nur deshalb, um das Aroma des Gebäcks zu intensivieren und weil es hierdurch länger haltbar ist. Das ist besonders hilfreich beim Backen von Broten. Aber nur, weil ihr mit Hefewasser backt, müsst ihr das keineswegs machen. Ich habe es euch schon häufig bewiesen, auch bei schweren Teigen, dass das Gebäck auch ohne Vorteig mit Leichtigkeit gelingt. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder weiterhelfen konnte und hiermit wieder viele Fragen geklärt werden konnten. Euch wünsche ich nun viel Spaß mit eurem Hefewasser und sende euch viele liebe Grüße. Eure Emma.